So, willkommen zurück. Auf YouTube ist jetzt wahrscheinlich eine neue Folge gestartet. Und hier auf Twitch geht es natürlich weiter nach der Pause. Und ich bin ganz schön dunkel, weil es hier draußen dunkel wird. Egal. Ja, wir haben jetzt das mit dem BD gemacht und wir werden jetzt weitermachen. Und zwar holen wir uns jetzt den Spinnenbold. Was könnte ein bisschen actionreicher werden, wenn man die Action-Variante nimmt, weil man hat verschiedene Möglichkeiten, das Ding zu holen. Und schauen wir mal, was wir wählen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit Cyberpunk 2077 2.0. Müssen los. So, sprich mit Evelyn. Und was denkst du? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Und was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, das stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen. Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Ich denke drüber nach. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt, ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Oh, Level up. So, was nehmen wir denn? Was haben wir hier in dem Baum eigentlich alles so? Gesundheitsregeneration. Aha. Ach, ernsthaft? Das ist auch neu. Das ist Wahnsinn, was hier alles neu gekommen ist. Ja, Fahrzeugwaffen ist auch neu. Ich bleibe aber erst nochmal hier bei dem Baum. Das heißt, ich muss. Oh, hier ist auch noch einer. Cool. Aber wir nehmen erstmal das hier. Und wir gehen nochmal auf Konstitution. So. Alles klar. Verlass Julis Werkstatt. Wieso bin ich so langsam? Hallo? Wie sieht's aus, Miss V? Evelyns Aufnahme aus dem Konpeki war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Den hole ich jetzt. Bin noch dabei. Tibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Miss V. Triff dich mit Jackie. Melde dich beim Militech-Agenten. Das können wir auch machen. Stout. Stout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich hab mehr als noch. Also mit Jackie schreiben.
Deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. Raus mit der Sprache, was weißt du? Ich weiß, in welcher Scheiße du wegen dem Transport steckst. Also, hör zu. Du und ich, wir werden uns treffen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Gegenseitiger Eigennutz. Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Ja, ja, die Alte ist sowieso, ja. Gut, dann treffen wir uns mal mit der. Na, natürlich kommt es von da. Dann fahren wir mal hin zu der. Ist ja gar nicht weit. Die Karre ist so lahm, ey. So, sind eigentlich neue Symbole auf der Karte erschienen? Gibt's irgendwas Neues? Hier ist ein Cyberpsycho. Also im Ranzum gibt es natürlich mehr Symbole. Im Moment scheinbar nicht. Na gut. Moro Rock. Das dürfte Phantom Liberty sein, oder? Huh. Also weit sind wir noch nicht. Treffen uns aber auch am Arsch der Welt hier, ey, echt. Ich will mich gar nicht mit der treffen. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Ja. Hey. Hallo? Schlampe, denkst du, kannst mich erpressen? Ja, ja. Bedingungen Ups. Stellen? Hast du noch was zu sagen? Lass deine verfickten Flossen von mir! Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Jupp. Ich sag dir, wer alleine ist. Du. Ohne den Transport bist du erledigt. Und kein Schwein wird dir helfen. Kein Wort mehr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Kenn den nicht. Hab keine Verbindungen zu Militech. Nada. Ist wahr. Woher zur Hölle weißt du dann so viel? Alle Konzerne folgen denselben Regeln. Ich kenne das Spiel auswendig. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen. Lass mich sofort gehen, sonst... Die könnt ihr loslassen. Will wissen, was sie zu sagen hat. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn.
Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Was kriegt es? Agieren bei Militech alle so dezent wie du? Da ist ein Virus auf dem Chip, ganz klar. Das stimmt. Wenn was schiefläuft, werde ich durchlöchert wie ein Sieb, nicht du. Zeit, mit offenen Karten zu spielen. Was ist da drauf? Spionage-Malware verfolgt Finanzbewegungen. Nichts, worüber du dir Gedanken machen musst. Na gut. Klingt zumutbar. Bin dabei. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihm später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Ja, wir können den hacken, aber ich glaube, ich habe es damals vermasselt. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber... Wir versuchen es mal. Ich glaube zwar nicht, dass ich es schaffe. Weil wir haben nur 45 Sekunden Zeit. Jetzt sollte mal gucken. 55 BD. BD, dann BD. Wir versuchen es mal. Haben wir hier natürlich nicht. So. BD. Der ist gar nicht zu hacken. Kann's vergessen. Dann nicht. Versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du machst einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Macht's gut. Optional entferne den Virus vom Chip. Das hab ich verkackt. Ah, und nach unten, okay. Jetzt treffen wir uns mal mit Jackie. Hier ist Sack also, oder? Auch nicht. Aber ich glaube, ich komme hier gar nicht hoch. Oder? Nee. Nur doch zurückfahren. Ach, wir könnten eine Abkürzung nehmen. Wobei, können. Wir laufen einfach. Da bist du ja. Irgendwie ist das Spiel ein bisschen dunkel, oder? Grafik? Wo war denn Helligkeit? Moment, ich muss kurz nach der Helligkeit gucken. Also bei mir ist es zumindest dunkel. Bei euch ist es, glaube ich, ein bisschen heller. Hier nicht. Grafikmodus. Kamera-Aktor, da steht's doch. Ein bisschen heller. So. Lass hören, was du rausgeholt hast. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Außerdem ist der Cratchip infiziert. Na geil. Wenn die Maelstromer das herausfinden, liegen wir blutend am Boden. Sollten sie vielleicht warnen. Ihnen sagen, dass wir dreckiges Geld anbringen? Das wird sie richtig abfacken. Manchmal ist's besser, die Karten offen zu legen. Ich sag's ja nur.
Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Jo, los geht's. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Puh, wird interessant jetzt. Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Die Typen sehen so krank aus. Diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anbiest. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Die Typen sehen schon echt krass aus. Na los, kündige unseren Besuch an. Kenn euch nicht. Noch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Wie gemütlich. Ich wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Alles Militech. Die Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verchromt. Das kann ja heiter werden. Muchas minas, chica. An die Personenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Jetzt wird's ein interessantes Gespräch. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Das Ende setzt Kopfgelder auf einige der meistgesuchten Verbrecher der Stadt aus. Wenn du eine gesuchte Person neutralisierst, belohnt dich die Stadt mit einer großzügigen Überweisung. 30 Credits ist der Wert. Glückwunsch. Das ist nicht viel. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Selber du Lemming. Ich hab schon auch Kopfgeld. Ja. Warte, wie? Ich komme. Schlaf nicht ein. Cool bleiben, wie? Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Die sehen auch aus. Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Briggs schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Dum-Dum. Aufs Sofa. Setzen. Krasser Name. Dum-Dum. Auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verficktes Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Was kann die? Es Kief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Komm schon, versuch's mal. Na klar. Besser? Jetzt können wir reden.
Der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Hm. Und? Was denkst du? Wir nehmen ihn. Was Raven ist keine vorgeschriebene Steuerungseinheit. Raven ist nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für ein Flathead. Tja, natürlich nicht. Militech-Steuerungen verbinden sich automatisch mit Militech-Systemen. Oder willst du, dass sie die heiße Ware zu dir zurückverfolgen? Die Raven ist unser Baby. Mit verbesserter Neuralsynchro und nicht zu verfolgen. Wenn du mich fragst, sollten wir den Scheiß verkaufen. Soll ich frage, ob wir es jetzt übers Ohr hauen oder ob wir das friedlich lösen. Die Wahl haben wir. Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Hab dich was gefragt? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Bist du ein... Chill mal, hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Ich geb dir den Chip, du mir den Bot. Ganz easy, ohne Komplikationen. Sieh sich einer diese verdammten Pfadfinderin an. Kennst den Club-Codex wohl auswendig, was? Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacificer gefickt hat. Das ist er nicht tot. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Versuch's mal ruhig zu machen. Ich warte nicht. Hier ist das Geld drauf. Sollen die sich um die kümmern? Flathead ist ein gutes Stück. Dumm, dumm. Erledigt, was du zu erledigen hast. Scheiße. Okay. Dann doch mit Gewalt. Werden die Waffe ausgewählt. Hallo, wechsel mal die Waffe. Schnapp sie den Bot und den Kontrollsplitter. Schnell! Aber muss das tun. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Powerwaffen erlauben dir, die Schusslinie von Kugeln zu steuern, wenn du den Vorteil weiße Voraussicht und die Cyberware ballistischer Co-Prozessor installiert hast. Ja, Abpraller halt. Hab alles. Bot und Steuerung. Oder Level gestiegen. Wollen wir gleich mal investieren. Und zwar in... Das ist eine gute Frage. Ich werde sowieso wahrscheinlich nochmal neu skillen müssen, um
den David-Bild zu kriegen, aber das mache ich dann off-cam. Also, wir machen jetzt nochmal Konstitution und hier. Kann ich das jetzt machen? Krieg den nächsten Baum? Ne, immer noch nicht. Wann ist denn der hier freigeschaltet? Ah, bei 9 dann wahrscheinlich. Ah, okay, verstehe. Also schauen wir mal. So, ist noch irgendwas zum Looten? Da. Okay, dann hauen wir mal ab. Was ist eigentlich so dunkel hier? Ey, ist jetzt ein bisschen besser. Hallo? Was? Nur Feo, das Fleisch. Ach, ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Menschen? Ja, hier waren. Irgendwo gab's auch noch ein Terminal für die ganzen Kameras. Weiß aber nicht mehr, wo der war. Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los. Munition nehme ich gerne. Jetzt doch mal kämpfen. Wir können ja mal einen Ping machen. Um zu gucken, wo die alle sind. Das sind 4 Gegner. Okay. Irgendwas hier? Nein. Ah, okay. Ich werde gehackt. Hör auf, mich zu hacken. Ich glaube, es hackt. Jackie, du bist im Weg. Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst. Das treffe ich denn nicht. Ach, er darf durch die Scheibe schießen und ich nicht. Beat ist cool. Will mich wieder einer hacken. Hör auf damit. Hat er jetzt über die Kamera versucht, mich zu hacken? Das ist ja krass. Hab ich noch nie gesehen. Wusste ich gar nicht, dass die Gegner das können. Kommt der nächste. Hör auf. Boah. Die Waffen sind so schwach, ey. Alter. Hör auf! Also so oft wurde ich ja noch nie gehackt, ey. Mehr. Haben wir denn keine stärkere Waffe? Die ist ein bisschen besser. Ist eine Smart Gun, oder? Oh ne. Mach nochmal einen Ping. Ich bin
ist einer der Gegner in Alarmbereitschaft. Boah, die verzieht er aber. Shinobi. Kollege, du schießt in die falsche Richtung. Die schalten wir mal aus. Oh. Hätte mich ja fast gesehen. Okay, hätte ich mich sparen können, weil hier ist der Terminal, um die Kameras auszuschalten. Lokales Netzwerk, Kameras ausschalten. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Wir haben eine neue Kleidung. Neues Oberteil. Gibt mir aber... Kann ich irgendwie die Werte davon sehen? Nee. Sieht das hübsch aus? Naja. Und eine Mütze haben wir auch. Nee, die ist hässlich. Na gut. Ich habe leider keine Klingenwaffe. Das könnte ich jetzt von oben ausschalten können. Er will mich hacken. Das kann ich auch. Siehst du? Mit ihren Kamera-Hex, hört auf damit. So, sind wir schon mal fertig hier. Ja, schon eine Nummer. Alter, der hat viel Energie. Oh, das ist Royce. Was anderes noch hacken? Nicht wirklich. Energie. Ah.
Da ist eine Schwachstelle. Macht auch nicht Schaden. Oh, ich bin alle. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Das ist schlecht. Das ist auch jetzt blöd. Oh, hier. Ich bin out of ammo. Hier habe ich noch Munition. Nimm mal die. Null. Oh, was? Der war ganz schön hart. Der lebt noch. Tech-Waffen ermöglicht es dir, besonders durchschlagkräftige Schüsse aufzuladen. Die Deckung durchdringt und die Gegner dahinter treffen können. Ah. Seine Jacke kriege ich. Und Geld. Du lebst noch, gell? Jetzt nicht mehr. Hast du verdient. Aua. Okay. Musst du nicht gleich den Kopf verlieren. Oh, was ist denn hier? Ich kann hier noch was looten. Ja, ich sage mal, wir haben die Mission erfüllt. Zwar nicht so, wie ich es wollte eigentlich. Lass uns verschwinden. Aber okay. Jetzt kommt's. Militech. Wir haben diese Teile überall rumfliegen. Jetzt muss vorbei. Da können wir reden. Ich wette, mich hast du hier nicht erwartet. Weißt du, mir gefällt, wie du arbeitest. Das sollten wir wiederholen. Nichts lieber als das. Bis zum nächsten Mal dann, wie. So ist die Konzerngötter denn wollen. Ich glaube, die trifft man gar nicht mehr, Oma. Wird Zeit, dass wir abhauen, Mamita. Ja, lass uns gehen. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Danke, Jack. Verlässlich wie immer. Dito, wie. Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja, will nur klarstellen, du weißt schon. Wir sind ein gutes Team. Mir gefällt, wie wir arbeiten. Mir auch, wie. Mir auch. Hey, sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Und dann lass uns ins Afterlife. Paar Shots trinken. Hey, luego, wie. Ruf Dex an. Wie sieht's aus, Miss V? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war's scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Sehen Sie an. Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Der Virus hat ihre Systeme befallen und ein paar Maelstromer erwischt. Den Rest hab ich erledigt. Du hast was drauf, Miss V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Miss V. Warum bin ich eigentlich so cool? Licht ist eigentlich an.
Wir sind Level gestiegen. Jetzt machen wir hier mal eins rein. Ah, und jetzt habe ich die nächste Ebene. Ah, ich verstehe. Man muss halt links die Punkte erreichen, um die nächste Ebene freizuschalten. Was gibt's denn hier? Stürmen. Aha. Ja, ich mag halt eigentlich auch Katanas. Okay, gut zu wissen. Wir haben ja noch eins. Gehen wir mal hier hin. Hier brauchst du auch 9 fürs nächste. Okay. Begib dich zum Afterlife. 1,3 Kilometer. Machen wir mal Schnellreise. Begib dich zu einem Schnellreiseziel. Ja, ja, weiß ich. Quick. Unsere erste Schnellreise. Also, eigentlich ist es ja gar nicht so dunkel, aber in der Kamera bin ich irgendwie scheiße dunkel, ey. Yo también te quiero, ma. Na endlich, Chica. Was gibt's Neues bei Senora Wells? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Wells-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Ich will mal kurz in der Kamera gucken nebenbei. Komisch. Was denn? Für einen Club mit den heißesten Jobs der Stadt wirkt der Laden irgendwie unscheinbar. Was zählt, sind die inneren Werte, June. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Ich bin gleich wieder da. Ich will mal kurz gucken wegen der Kamera. Geht gleich weiter. So, ich bin wieder da. Und jetzt nochmal nach der Kamera gucken. Sehe mich jetzt, glaube ich, ein bisschen größer. Ich habe jetzt mal das Hauptlicht angemacht. Oh Gott, wie sieht denn das aus? Oh, falsch. Sorry.
Moment. Irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Warum ist das hier so groß? Wir müssen gerade mal ein bisschen experimentieren live. Keine Ahnung, was hier los ist. Weiß gar nicht, sehe das jetzt hier so? Ja. Nicht wundern, geht gleich weiter. Setz mich nochmal da hin. Ja. Was ist hier los? Ihr seid da mal live dabei, wie ich hier die Kamera einstelle. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen was umstellen. Hallo? Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendwas hat sich hier verstellt. Irgendwas stimmt hier nicht. Gefällt mir gar nicht hier. Ja, ich weiß, dass es sehr unscharf ist. Ja, jetzt ist es ein bisschen besser geworden, aber auch nicht viel besser. Was ist hier los? Ich kann es auch leider nicht in der Pause machen, es ist leider mit in der Aufnahme auf YouTube, aber sorry Leute. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Komisch. Ich werde die Kamera mal kurz abstützeln. Und schauen wir jetzt nochmal gleich, ob es geht. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwas stimmt nicht. So. Ich weiß nicht, was er hat. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Gut, dann machen wir jetzt erstmal ohne Kamera weiter. Kann ich es leider nicht ändern. Dann ohne Kamera. Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Muss ich beim nächsten Stream oder bei der nächsten Aufnahme nochmal nachschauen, was da los ist. Wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, wir. Das ist es. Afterlife. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Blackhead. Haben alle hier gesessen und sind an der Bar eingepennt. Endlich sind wir hier. Die alte Dame da?
Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du für mich. Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit einem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit dein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Auf das hier. Immer so viel Auswahl. Okay, meinetwegen. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon erwartet euch. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Hals und Bein, Bro. Danke. So, gehen wir jetzt mal zu Dex. Hier. Manche Leute sehen aber aus hier echt. Mann, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Miss V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Miss V an. Na klar. Evelyn Parker, wie lief es? Ich werde jetzt mal das nehmen, weil ich das beim ersten Mal nicht gemacht habe. Will ich mal wissen, was da jetzt passiert. Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Mhm. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Miss V. Naja. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Gehen wir den Plan durch. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier.
Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Nö, ich weiß ja alles. Alles verstanden. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vieh. Okay. Klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Als Frau. Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Nö, alles okay. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja. Lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. So, und wie es weitergeht mit dem großen Überfall, beziehungsweise mit dem großen Raub, das sehen wir nach einer Pause. Ich mache jetzt nochmal eine kleine Pause und bin dann gleich wieder für euch da. Also, bis gleich.